An Bord des Brexit-Busses hat der ehemalige Chef der UK Independence Party, Nigel Farage, die Europäische Union als Gangster bezeichnet und sich für einen No-Deal-Brexit ausgesprochen. Bei einer darauffolgenden Kundgebung mit dem Namen Leave Means Leave im Nordwesten Englands sprach er vor Brexit-Befürwortern. Die Checkers-Idee, bei der wir halb drin, halb draußen sind, also nur auf dem Papier draußen, funktioniert für die Europäische Union nicht und auch nicht für diejenigen in unserem Land, die für den Brexit gestimmt haben. Sie funktioniert nicht und sollte vergessen werden. Mit von der Partie war auch der ehemalige Brexit-Minister David Davis, der einen neuen Plan für den Brexit forderte, den er als Freihandels-Plus-Strategie mit eigener irischer Strategie bezeichnete. Die Veranstaltung fand statt, nachdem die britische Premierministerin Theresa May erklärt hatte, dass sich die Brexit-Gespräche in einer Sackgasse befänden.